Artikelnummer SCP-085. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: Überarbeitet am SCP-085 ist in einem weißen Zeichenblock in einer sicheren Verwahreinrichtung aufzubewahren. Alle Personen mit mindestens einer Freigabe der Stufe 2 ist der überwachte Kontakt mit SCP-085 erlaubt. Personal, welches Kontakt mit SCP-085 aufnimmt, wird beim Betreten und Verlassen durchsucht und nach dem Zufallsprinzip einer psychologischen Evaluation unterzogen. Es dürfen unter keinen Umständen Papier- oder Leinwandmaterialien die Verwahrung von SCP-085 verlassen. Papierabfälle müssen nach sorgfältiger Überprüfung durch Verbrennung entsorgt werden. Papier und andere Kunstmaterialien dürfen nur von autorisiertem Personal mitgebracht werden. Im Brandfall werden die Flammen durch ein schnelles atmosphärisches Austausch- und CO2-Einpumpsystem erstickt. Dem Personal wird empfohlen, beim ersten Anzeichen von Rauch oder Feuer schnell eine der an den Wänden hängenden Sauerstoffmasken und einen Sauerstofftank an sich zu nehmen, um ein Ersticken zu verhindern, da der Löschvorgang erst, wenn alle Brände unterdrückt sind, gestoppt werden kann. Beschreibung: Bei SCP-085 handelt es sich um das Ergebnis eines Experiments mit SCP-067 und SCP-914. Testsubjekt 1101F zeichnete mit SCP-067 eine weibliche Figur, etwa 15 cm hoch und 3,8 cm breit, mit Sommerkleid und langen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren, mit dem Namen Cassandra darunter. Dr. Daten gelöscht schlug vor, SCP-914 auf verschiedenen Einstellungen mit Bildern, die mit SCP-067 erstellt worden waren, zu verwenden. Unter Verwendung der Feineinstellung wurde die Cassandra-Skizze in ihre gegenwärtige Form transformiert. Eine denkende und fühlende, schwarz-weiß animierte junge Frau, die in sauberen Strichen gezeichnet wurde. Weitere Versuche, dieses Ergebnis zu duplizieren, waren erfolglos. SCP-085 bevorzugt den Namen Cassie. Sie ist sich sowohl ihrer selbst als auch seitdem ihrer zweidimensionalen Form und ihrer Einschränkungen in einer dreidimensionalen Welt bewusst. Obwohl ihre Stimme unhörbar ist, hat sie gelernt, mit den Mitarbeitern der SCP-Foundation durch Gebärdensprache und Schrift zu kommunizieren. Es kann mit SCP-085 durch Schreiben von Text auf das Papier, auf dem sie sich befindet, kommuniziert werden. Personal berichtet, dass sie freundlich und motiviert, wenn auch einsam ist. SCP-085 kann mit jedem gezeichneten Objekt auf der gleichen Seite so interagieren, als ob dieses echt wäre. So kann sie beispielsweise gezeichnete Kleidung anziehen, skizzierte Autos fahren und gemalte Getränke trinken. Mit Ausnahme von Tieren und Menschen wird jedes gezeichnete Objekt bei Kontakt mit SCP-085 animiert, stoppt aber sofort bzw. hält die Position, sobald der Kontakt bricht. Bilder, die Dinge als ursprünglich in Bewegung darstellen, wie etwa Meereswellen und schwankende Bäume, animieren in einem Gleichgewichtszustand und bleiben so lange in Ruhe, bis sie sich aufgrund von SCP-085 bewegen. SCP-085 hat auch die Fähigkeit gezeigt, von einem Blatt oder Bild auf ein anderes zu wechseln, solange beide bündig aneinander liegen. Wenn SCP-085 ein Bild betritt, das keine gezeichneten Objekte unterstützt, zum Beispiel ein sich wiederholendes Muster, wird dieses in ein Hintergrundbild umgewandelt. SCP-085 nimmt dieses Bild als eine endlose Ebene des darauf gezeichneten Musters wahr. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann SCP-085 nur auf Papier- oder Leinwandoberflächen existieren. SCP-085 kann nicht auf Fotos, Karton, Glas oder Pergament übertragen werden. Beim Betreten anderer Kunstwerke übernimmt SCP-085 den künstlerischen Stil der neuen Umgebung, sei es ein Comicbuch, ein Ölgemälde, Aquarell oder Kohlezeichnung. Anmerkung: In Comicform wird das gesprochene und gedachte Wort als die typischen Sprech- und Gedankenblasen um ihren Kopf herum sichtbar und beim Wechsel von Bild zu Bild ändert sich die Perspektive und ihre relative Größe entsprechend zum Bild. Dokument Nummer 085-1. Test mit verschiedenen Bildern von M.C. Escher. Cassandra, das hier ist bekannt als Trepp auf, Trepp ab. Was hältst du davon? An dieser Stelle geht SCP-085 ein paar Mal die Treppen hoch und runter. Es ist hübsch, schätze ich. Das würde eine ordentliche Trainingsstrecke abgeben. Siehst du nichts, was keinen Sinn ergibt? Nicht soweit ich sagen kann. Man läuft halt im Kreis, wenn man nach oben oder nach unten geht. Warum machen nicht mehr Treppen genau das? Das ist doch ziemlich praktisch. Nach dieser Sitzung bat SCP-085 mehrere unmögliche Objekte für ihre eigene Umgebung. Diese Anträge warten derzeit noch auf Prüfung durch die O5. Dokument Nummer 085-2. Vorfall 085-A. Vor dem war sich SCP-085 ihres Status als zweidimensionales Objekt in einer dreidimensionalen Welt nicht bewusst.
Die vorherigen Sicherheitsprotokolle verlangten, dass SCP-085 nicht über ihre wahre Natur informiert werden sollte, um psychische Belastungen zu vermeiden. Diskrepanzen mit der wahrgenommenen realen Welt wurden als Träume oder Albträume dargestellt und es wurde versucht, SCP-085 ein Szenario zu präsentieren, in dem sie, der letzte überlebende Mensch in einer postapokalyptischen Welt, auf der Suche nach anderen Überlebenden war. Diese Täuschung konnte jedoch nicht lange aufrecht gehalten werden. Ein Forscher der SCP Foundation führte versehentlich eine gedruckte Kopie von SCP-085 Sonderverwahrungsverfahren mit in die Verwahreinrichtung, wo diese dann den aktuellen Standort des Artefakts berühren konnte. SCP-085 übertrug sich auf das Dokument, bevor der Forscher es entfernen konnte und wurde sich sofort seiner wahren Natur gewahr. Wegen dieser Verletzung der Verwahrung befürworteten mehrere Forscher die sofortige Zerstörung des Artefakts. Die Entscheidung wurde an das O5-Gremium gereicht, welches sich mit einer Entscheidung von zu für den Fortbestand von SCP-085 einsetzte. Seit der Offenbarung ihrer wahren Natur haben Beobachter festgestellt, dass SCP-085 begonnen hat, Anzeichen einer klinischen Depression zu zeigen. Eine Psychotherapie wurde vorgeschlagen, aber die Art der Existenz des Artikels könnte dies erschweren. Einige Erfolge konnten jedoch erzielt werden, indem man SCP-085 für sie greifbare Objekte zur Verfügung stellte, um sich von ihrem Zustand abzulenken. Zusätzlich zu den oben genannten optischen Täuschungen zeigte SCP-085 besonderes Interesse an einem Satz technischer Zeichnungen für einen Ford Mustang Cabriolet von 1964. Sie übertrug die Teile einzeln auf ein mehr naturalistisches Kunstwerk und baute dann das Fahrzeug per Hand über den Zeitraum eines Jahres zusammen. Benzin wurde durch einen Norman Rockwell-Druck eines Tankstellenmitarbeiters bereitgestellt. Anträge auf weitere Ablenkungen dieser Art werden zurzeit noch auf O5-Ebene geprüft.